Daraufhin, nachdem der Autor über die dritte Art des Tauhid geredet hat, spricht er von dem, was das Gegenteil des Tauhid ist, und zwar der Schirk. Und zwar der Schirk. Und der Autor sagt und wisse, dass das Gegenteil des Tauhid der Schirk ist. Und wisse, dass das Gegenteil oder der Gegenspieler zum Tauhid der Schirk ist. Und dieser Schirk hat drei Arten. Erstens der große Schirk, zweitens der kleine Schirk und drittens der versteckte Schirk. Erstens der große Schirk, zweitens der kleine Schirk und drittens der versteckte Schirk. Der versteckte Schirk. Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab sagt hier, der Schirk sind, also der große Schirk, der Schirk sind drei Arten, der große Schirk, der kleine Schirk und der versteckte Schirk. Wenn wir uns die Realität anschauen, wie viele Arten gibt es tatsächlich? Zwei. Zwei. Welche hat er hier sozusagen zusätzlich genannt? Den versteckten. Den versteckten Schirk. Frei. Warum ist die Nennung hier, warum hätte man das hier nicht nennen müssen? Warum kann man sagen, der Schirk sind zwei Arten, der große und der kleine? Zum Kleinen? Weil wenn etwas versteckt ist, ist es ja im Grunde klein. Der versteckte Schirk. Das heißt, es ist der Schirk, den du nicht siehst. Ja. Wenn eine Person ein Heuchler ist und er nimmt den Islam an, aus irgendeinem diesseitigen Grund. Er glaubt nicht an Allah subhanahu wa ta'ala, äußerlich unter dem Islam. Ist das Heuchler? Natürlich, das ist die große Heuchelei. Das ist der versteckte Schirk. Klein oder groß? Groß, natürlich. Natürlich groß. Also ist der versteckte Schirk groß oder klein? Ja, es gibt doch einen kleinen versteckten Schirk. Zum Beispiel hier. Also, wie würdest du sagen, was würdest du jetzt sagen? Der kleine Schirk. Der versteckte Schirk. Klein oder groß? Beides. Beides. Der versteckte Schirk kann großer Schirk sein oder er kann kleiner Schirk sein. Das heißt, die Aussage von Muhammad ibn Abdul Wahhab, dass er sagt und wisse, entgegengesetzt von dem, Tawhid ist der Schirk. Und er ist drei Arten, der große Schirk, der kleine Schirk und der versteckte Schirk. Wir können sagen, der Schirk kehrt auf zwei Arten zurück. Und der versteckte Schirk ist was? Der versteckte Schirk ist entweder im großen Schirk enthalten oder im kleinen Schirk. Oder im kleinen Schirk enthalten. Was ist der Unterschied zwischen dem großen Schirk und zwischen dem kleinen Schirk? Wir haben einige Unterschiede. Der große Schirk negiert den Islam einer Person, während der kleine Schirk den Islam einer Person nicht negiert. Eine Person, die den großen Schirk praktiziert, die beispielsweise eine Götze anbetet, jemand Toten erbittet, erruft, das ist der große Schirk und der negiert deinen gesamten Islam. Während der kleine Schirk, wenn er praktiziert wird, den Islam einer Person nicht negiert. Der zweite Unterschied ist, dass der große Schirk von Allah subhanahu wa ta'ala nicht verziehen wird, wenn diese Person damit stirbt, ohne bereut zu haben. Viele denken hier, dass oder die Frage ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass er den großen Schirk nicht verzeiht und das, was darunter liegt, verzeiht er. Ebenso sagt Allah subhanahu wa ta'ala aber auch, dass er die Sünden allesamt verzeiht. Wie kann man diese zwei Verse in Einklang bringen? Solange die Person leben ist, wird alles verziehen. Der eine Vers ist bezogen auf eine Person, die noch am Leben ist. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht die Sünde allesamt. Auch der große Schirk. Wenn wir sagen würden, der große Schirk wird niemals verziehen, auch wenn diese Person zu Lebzeiten Taube macht, könnte niemand den Islam annehmen. Ein Christ beispielsweise, der den Islam annehmen möchte, würde mir sagen, nein, du hast Schirk gemacht, du kannst von diesem Schirk nicht bereuen. Das heißt, zu Lebzeiten sagen wir, diese Person kann natürlich bereuen. Und das ist die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er die Sünde allesamt verzeiht. Aber wir haben auch die Aussage,
großen Schirk nicht verzeiht. Dass er es nicht verzeiht, wenn man ihm etwas beigesellt. Und das, was darunter ist, verzeiht er, wie man will. Und das ist für die Person, die gestorben ist, auf dem Schirk. Also das heißt, sie hat den Schirk praktiziert und daraufhin keine Reue von diesem großen Schirk gemacht. Hier sagen wir, diese Person, da sie aus dem Islam ausgetreten ist und ungläubig ist, verzeiht Allah subhanahu wa ta'ala ihr diese Sünde nicht. Hinsichtlich dem kleinen Schirk gibt es eine Meinungsverschiedenheit. Einige der Gelehrten sagen, der kleine Schirk ist genau wie der große Schirk eine Sache, die nicht verziehen wird. Eine Sache, die nicht verziehen wird. Und andere sagen, nein, der kleine Schirk, Allah subhanahu wa ta'ala kann den Leuten verzeihen, auch wenn sie keine Reue machen beim kleinen Schirk. Viele Leute haben aber leider auch viele Leute, die diese Thematik beibringen, haben ein Fehlverständnis, was heißt, Allah verzeiht den kleinen Schirk nicht. Wenn wir sagen, diese erste Meinung der Gelehrten, dass der große Schirk nicht verziehen wird und genauso auch der kleine Schirk, denn Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers sagt, er verzeiht es nicht, dass man ihm etwas beigesellt. Hat Allah subhanahu wa ta'ala hier nur den großen Schirk angesprochen oder den Schirk im Allgemeinen? Allgemein den Schirk. Deswegen sagen die Gelehrten, darunter zählt der Große und auch der Kleine. Aber wenn wir sagen, wir folgen der Meinung, dass, oder wenn wir uns die Meinung anschauen, dass der kleine Schirk nicht vergeben wird, wenn die Person dafür nicht bereut, heißt das dann, diese Person wird auf jeden Fall dafür bestraft. Das denken nämlich viele. Dass wenn man sagt, okay, Allah subhanahu wa ta'ala den kleinen Schirk vergibt er nicht, dass diese Person auf jeden Fall bestraft wird dafür. Nein, das heißt, der kleine Schirk am Tage der Auferstehung, wenn die Waagen aufgestellt werden, dann kommt der kleine Schirk auf jeden Fall in die Waagschale der schlechten Taten. Und dann wird gewogen. Wenn die guten Taten überwiegen, dann sagen wir, löschen sie die schlechten Taten aus. Das heißt, diese Person wird nicht mehr für den Schirk, für den kleinen Schirk bestraft. Auch wenn er nicht vergeben wurde. Aber trotzdem sind seine guten Taten mehr. Und wir haben gesagt, die Person, die am Tage der Auferstehung mehr gute Taten hat als schlechte Taten, betritt das Paradies ohne vorher von Allah subhanahu wa ta'ala bestraft zu werden. Das ist gemeint mit der Aussage, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch den kleinen Schirk nicht vergibt. Das heißt nicht, dass diese Person auch sozusagen automatisch bestraft wird, sondern damit ist gemeint, diese Tat kommt auf jeden Fall in die Waagschale der schlechten Taten. Und wenn die Waagschale der schlechten Taten überwiegen, dann in dem Fall wird sie bestraft für diesen kleinen Schirk. Aber das ist der nächste Unterschied zwischen dem großen Schirk und dem kleinen Schirk. Der große Schirk, eine Person, die diesen praktiziert, wie lange bleibt sie in Jahannam? Für die Ewigkeit. Aber die Person, wenn wir sagen, der kleine Schirk wird nicht vergeben und er kommt auf die Seite der schlechten Waagschale, und diese überwiegt und er wird für den kleinen Schirk bestraft, dann nicht für immer. Dann nicht für immer. Denn der kleine Schirk, wir haben gesagt, was? Die geht in Islam einer Person nicht. Und kein Muslim wird für Ewigkeiten in Jahannam bleiben. Ebenso die letzte Unterscheidung zwischen dem großen Schirk und dem kleinen Schirk ist, dass der große Schirk die gesamten Taten einer Person nicht macht. Ja? Alle Taten, die du machst, und gemacht hast, wenn du den großen Schirk praktizierst, sind deine Taten richtig. Wenn du jedoch den kleinen Schirk praktizierst, dann in dem Fall macht es diese Tat ungültig, aber nicht deine gesamten Taten. Aber nicht deine gesamten Taten. Wir hatten gesagt, das erste Urteil ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala den großen Schirk nicht vergibt und den kleinen Schirk, da gibt es eine Meinungsverschiedenheit. Und den Beweis haben wir genannt, und zwar die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, wahrlich Allah vergibt es nicht, dass man ihm etwas beigesellt, und er vergibt das, was darunter ist, wem er will. Und das ist die Glaubenslehre von Ahl Sunnah hinsichtlich den Sünden, die eine Person macht, ohne davon bereut zu haben. Die Sünden, die du machst, ohne sie zu bereuen, wirst du dafür auf jeden Fall bestraft? Wir sagen nein. Sondern sie sind unter dem Willen von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du eine Sünde machst und nicht bereust, dann sagen wir,
Allah subhanahu wa ta'ala kann dich dafür bestrafen und er kann dir auch vergeben. Beispielsweise durch gute Taten, die du gemacht hast, die diese schlechten Taten ausgelöscht haben, wie wir gestern im Hadith ausführlich erklärt haben. Ebenso sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wahrlich, wer Allah subhanahu wa ta'ala etwas zur Seite stellt, so hat Allah subhanahu wa ta'ala das Paradies für ihn verboten. Und sein Aufenthaltsort ist Jahannam. Und sein Aufenthaltsort ist Jahannam. Und das ist der Beweis dafür, dass diese Person für Ewigkeiten im Höllenfeuer ist und das Paradies für sie verboten ist. Die andere Unterscheidung, wo wir gesagt haben, dass seine gesamten Taten zunichte werden, das ist die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, die er seinem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die er an ihn richtet. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wir haben bereits dir und denjenigen, die vor dir waren, offenbart. Wer sind diejenigen, die vor dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam waren? Die anderen Propheten. Das heißt, diese Aussage ist von Allah subhanahu wa ta'ala zu jedem Propheten gewesen und zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wenn du mir etwas beigesetzt, dann werde ich deine Taten zunichte machen und du wirst den verlieren. Und zu wem war diese Ansprache? Zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, selbst der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hätte er Schirk gemacht, wovon natürlich geschützt ist von Allah subhanahu wa ta'ala, aber hätte er es gemacht, dann wären selbst seine ganzen Taten zunichte geworden und wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er wäre von den Verlierern. Dann natürlich erst recht eine Person, die unter dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam ist und sage, jede Person auf dieser Welt ist unter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dann geht der Autor auf die vier Arten des großen Schirk ein. Denn wir sagen, der große Schirk hat vier Quellen und vier Grundlagen, auf die er zurückgeht. Allerdings weiß ich nicht mehr, ob ich das mit der Gebetszeit schaffe, beziehungsweise ich schaffe es auf jeden Fall nicht mehr. Von daher Jetzt, wo wir den Unterschied zwischen dem großen Schirk und dem kleinen Schirk erwähnt haben, geht der Autor auf diesen großen Schirk ein und versucht darzulegen, was genau der große Schirk ist. Und der Autor sagt, und er, also der große Schirk, hat vier Arten. Die erste Art ist die Beigesellung, also der Schirk im Errufen. Und das ist, dass du jemand anderen bittest neben Allah subhanahu wa ta'ala. Ist das allgemein zu verstehen? Natürlich nicht. Wir sagen, es gibt hier einige Fälle. Der erste Fall ist, dass du einen Toten um etwas bittest. Das heißt, du sagst beispielsweise, ja, Hussein, gib mir dieses und jenes. Und selbst wenn es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist, denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist tot und er kann dir deine Bitte nicht erfüllen. Deswegen, wenn eine Person beispielsweise sagt, ja Rasulallah, heile mich, ja Rasulallah, gebe mir dieses und jenes, dann ist das der große Schirk. Und diese Person, die das macht, die den Prophet sallallahu alaihi wa sallam bittet, ist in diesem Moment abtrünnig geworden. Diesen großen Schirk praktiziert. Ebenso sagen wir, dass man eine lebende Person fragt, erbittet, die aber nicht in der Lage ist, die Sache zu machen. Beispielsweise, ich bitte dich, ich sage, ja Abdullah, vergebe mir meine Sünden. Und du bist
bist anwesend und du bist lebendig, aber du bist nicht in der Lage, das zu machen, worum ich dich gebeten habe. Ich meine jetzt nicht, dass beispielsweise ich habe dir Unrecht angetan und ich sage, ja, Abdullah, vergebe mir das, sondern die Sünde zwischen mir und Allah subhanahu wa ta'ala. Ich sage, ja, Abdullah, vergebe mir das. Ja? Wie man es manchmal bei den Sufia sieht, wo sie zu ihrem Sheikh gehen und sagen, ja, Fulan, ja, vergebe mir meine Sünden und so weiter. All das ist was? Der große Schirk. Erstens, wenn du eine tote Person bittest und selbst wenn es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sein sollte. Zweitens, wenn du eine lebendige Person bittest, die nicht dazu in der Lage ist, diese Sache umzusetzen. Wenn ich beispielsweise sage, ja Abdullah, lass es regnen, dann ist das ebenso der große Schirk. Dann ist es ebenso der große Schirk. Die nächste Sache, dass du eine lebendige Person fragst, die in der Lage ist, das zu machen, aber die nicht anwesend ist. Beispielsweise, ich sage, ja, Abdullah, sorge bitte dafür, dass hier ein Glas Wasser ist. Dann ist das kein Problem. Du bist anwesend, du kannst jetzt gehen und dieses Glas holen. Das heißt, du bist anwesend, lebendig und hast die Möglichkeit, diese Sache zu tun. Nehmen wir an, Abdullah ist gar nicht hier. Abdullah ist in einer WG und ich bin hier und sage, ja, Abdullah, sorge dafür, dass hier ein Glas Wasser ist. Das ist ebenso der große Schirk. Abdullah lebt. Und er ist dazu in der Lage, wenn er hier wäre. Aber er ist nicht anwesend. In der heutigen Zeit gibt es jedoch hier eine Ausnahme. Und zwar das Telefon. Ja, das Telefon. Was ist beispielsweise, wenn ich Abdullah anrufe? Er ist nicht hier, aber ich rufe ihn an und sage, ja, Abdullah, sorge bitte für dieses und jenes. Dann ist das kein Problem. Das ist kein Schirk. Ja, das ist kein großer Schirk. Und wir sagen, durch das Telefonat ist es so, als ob er hier ist. Aber wäre er nicht hier, und ich sage, ja, Abdullah, sorge dafür, dass hier Wasser ist. Ja, sorge dafür, dass hier Ruhe ist. Dann ist das großer Schirk. Außer wenn ich ihn am Handy habe und er dann diese Sache umsetzen kann. Ja, und er diese Sache umsetzen kann. Wenn ich am Handy ihn anrufe und sage, ja, ja, Abdullah, vergebe mir meine Sünde, ist es dann der große Schirk? Ja, sehr gut. Natürlich. Das ist der große Schirk. Warum? Weil er nicht dazu in der Lage ist. Ja, weil er nicht dazu in der Lage ist. Hinsichtlich dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, haben viele Leute hier verschiedene Schubuhat. Dass er in seinem Grab noch lebt und. Ich möchte nicht auf diese ganzen Schubuhat eingehen. Wir sind hier, um die Grundregel zu lernen. Wir haben gesagt, die Grundregel, auch beim Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wenn eine Person beispielsweise am Grab des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, steht oder auch nicht am Grab steht und ihn erbittet und sagt, ja, Rasulallah, vergebe mir meine Sünden, ja, Rasulallah, heile mich, ja, Rasulallah, gebe mir dies und jenes, dann ist diese Person abtrünnig. Und wir sagen, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat Rechte. Und Allah, subhanahu wa ta'ala, hat Rechte. Und das Recht von Allah, subhanahu wa ta'ala, ist was? Die Anbetung. Dass du nur Allah, subhanahu wa ta'ala, anbetest. Und auch der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat Rechte. Und was ist sein Recht? Dass du ihn liebst, dass du ihm folgst in seiner Gesetzgebung, die Allah subhanahu wa ta'ala ihm offenbart hat. Und dass du Allah subhanahu wa ta'ala anbetest, so wie er es dir vorgeschrieben hat. Und dass du ihn ehrst und dass du ihn beschützt. Das ist das Recht des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Aber die Anbetung und Dua ist die Anbetung, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, dass du eine Anbetung dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam widmest. Wir sagen, das ist nicht das Recht des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Sondern das Recht des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gegenüber uns ist, dass wir, wie ich gerade gesagt habe, diesen Sachen ihm gegenüber erfüllen. Aber die Anbetung ist das einzige Recht von Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch die Gläubigen haben untereinander Recht, dass man ihre Rechte untereinander bewahrt, dass man sie beschützt, dass man sie verteidigt, dass man sie ehrt und so weiter. Ja? Sorry.
sagen aber, das Errufen neben Allah subhanahu wa ta'ala ist in einem Fall gültig und erlaubt. Und wenn ihr die Sachen, die wir verboten haben, gerade eben euch anschaut, dann könnt ihr eigentlich schon die Regel festlegen, wann das Errufen von jemand anderem neben Allah subhanahu wa ta'ala gültig ist. Geht durch, ich sage, es gibt drei Bedingungen. Was sind diese drei Bedingungen? Er ist vor Ort. Er ist vor Ort. Und wir haben gesagt, wer nicht vor Ort ist, ist das der große Schiff. Das heißt, er muss vor Ort sein. Er ist in der Lage dazu. Und er ist lebendig. Wenn eine Person vor Ort ist, lebendig und in der Lage dazu, dann sagen wir, wenn du sie diese Sache erbittest, ist das kein Schirk. Ja, ist das kein Schirk. Wo ist der Beweis für diese Sachen, dass derjenige, der Dua zu jemand anderem als zu Allah subhanahu wa ta'ala ein Kafir ist? Allah subhanahu wa ta'ala berichtet über die Götzen, die er sagt, und wenn sie auf das Schiff besteigen, oder auch wenn sie das Schiff besteigen, dann bitten sie Allah subhanahu wa ta'ala, ja, dann bitten sie Allah subhanahu wa ta'ala aufrichtig. Dann bitten sie Allah subhanahu wa ta'ala aufrichtig. Welche Ibadah, welcher Gottesdienst wurde hier erwähnt? Der Dua. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wenn sie aber sicher am Land sind, dann setzen sie Allah subhanahu wa ta'ala oder stellen sie Allah subhanahu wa ta'ala Götter zur Seite. Bezogen auf was? Was hat Allah subhanahu wa ta'ala am Anfang erwähnt? Dua. Ja? Das heißt, dieser Schirk ist bezogen auf Dua. Und ebenso sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wer neben Allah einen anderen Gott anruft, das heißt, hier haben wir wieder was? Dua. Ja? Und wer neben Allah subhanahu wa ta'ala einen anderen Gott anruft, für den er keinen Beweis hat, dessen Abrechnung liegt nur bei seinem Herrn. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala daraufhin? Gewiss den Ungläubigen wird es nicht wohl ergehen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala bezeichnet diejenigen, die jemand anderen bitten neben Allah subhanahu wa ta'ala als was? Als Ungläubige. Ja, als Ungläubige.